Herzlich willkommen zurück zu Coral Island. Ja, und wir schauen erstmal, wie es hier mit dem Fernsehen aussieht. Also Jenna erzählt uns wieder das Gleiche über die Auberginen. Das kennen wir schon. Und jetzt einmal die Wettervorhersage. Sonne, sehr schön. Also der letzte Tag wird auch sonnig für uns. Oh Mann. Na gut, auf geht's zur Arbeit. So, dann sind wir einmal mit der Arbeit fertig und ich war gerade eben die ganze Zeit im Überlegen, was wir heute machen. Ja, ich habe halt den Gedanken, dass wir auf jeden Fall heute wieder so ein bisschen durch die Gegend laufen und ich wollte einmal noch zum Abschluss für Marc ja auch noch eine Tomatensuppe machen. Das hatte ich auch die ganze Zeit vorgehabt und jedes Mal wieder vergessen. Genau, ein Rezept dafür hatten wir nicht, ne? Aber ich glaube, es sollte nicht allzu schwer sein. Wir brauchen ja eigentlich nur einen Topf, ne? Würde ich mal sagen. So. Nee, warte mal. Hier rüber läuft das dann. Topf und eine Tomate. Ich weiß halt nicht, ob man noch Gewürze hinzufügen muss oder ob das ausreicht. Testen wir einfach aus. Ah ja, es scheint schon so zu funktionieren. Perfekt. Gut, dann machen wir gleich zwei Stück. Und dann können wir das verschenken. Der freut sich bestimmt drüber. So. Dann ist das soweit fertig. Und ansonsten, wir haben jetzt 16.000. Ich würde sagen, wir versuchen es dann mit dem verbesserten Insektennetz. Das sollte ich dann auch noch hinbekommen. Dann testen wir das auch einmal aus. Ob das wirklich damit besser funktioniert als mit dem normalen Netz, was wir jetzt haben. Wobei wir ja schon eine Verbesserung haben, aber noch wohl anscheinend nicht gut genug. Oh, danke, Rainy, du bist so süß. Oh, mal was Nettes aus Leas Munde. Okay, da ist er ja. Atme mal diese Winterluft ein. Genau, das erzählt er jedes Mal. Aber hier, bitteschön, Tomatensuppe. Was für eine schöne Überraschung. Vielen Dank. Oh, er freut sich. Ich kann ihm nicht zwei schenken, ne? Nee. Aber können wir vielleicht morgen machen. Ja, ich gehe nicht zur Höhle. Ich habe keinen Grund dazu. Ja. Ich weiß, ich weiß. Oh, das wäre so schön, wenn es hier schon Tiere gäbe, ne? Ich hätte so gern hier noch ein Haustier gehabt. Wäre natürlich toll, wenn man ein paar mehr haben könnte, ne? Als jetzt nur eins. Weil ich kann mich dann auch nie entscheiden, was ich haben will, ne? Gut, dann machen wir hier so einen kleinen Abstecher hier zu den Weinplantagen, reden mit den Leuten. Einer meiner Schüler lebt hier in der Nähe, ein Stückchen die Straße runter in diesem Haus. Siehst du? Aha. Als Weingutbesitzer geht es nicht darum, Wein auszuliefern. Ich muss meine Beziehung mit den Käufern pflegen und das heißt, dass ich sie immer wieder mal zum Essen einladen muss. Mhm. Kennst du Walter? Er war als Anwalt in der Stadt tätig. Mhm. Guck mal, wir haben hier überall Auberginen, ne? Zack. Nehmen wir mit. So. Hier natürlich dann auch nochmal den Müll.
schön alles einsammeln. Ja, und hier das nochmal. Zack. Ich will unbedingt dann nochmal zu der einen Stelle, was wir neu freigeschaltet haben. Da war ich schon ein paar Mal, aber vielleicht finden wir da noch ein bisschen Ingwer oder so. Was gibt es hier Interessantes? Eine Fliegerbrille, Kugelfischzüchter-Outfit, ein Schirmständer. Oh, ein Wellenbild, das sieht schön aus. Schrottzaun, eine Vogelscheuche und die eine Kokosnuss, die ich auch schon hatte, und Mohnsamen. Also ich würde sagen, dieses Bild würde ich schon gerne kaufen als Deko. Ja, nehmen wir mit. Dankeschön, Ben. Und ja, dann gehen wir wieder in Richtung Westen. Oh, hier, ein Insekt. Oh, ist, ja. Ja, das hat ja sehr gut funktioniert. So. Hier nochmal eine Aubergine mitnehmen. Zack, zack. Und dann gehen wir in Richtung Strand, weil ich ja dieses Netz holen will. Jetzt, wo mich das Insekt daran erinnert hat. Wir nehmen natürlich nebenbei noch die ganzen Muscheln mit, wenn wir eh schon hier sind. So, und den Müll natürlich auch, darf ich auch nicht vergessen. Und dann schauen wir mal. Hochwertiges Insektennetz. Ja, perfekt. Hey, schön. Schönes Gefühl, das auch mit dabei zu haben. Dann können wir es nämlich gleich auch austesten, ob wir die. Muss man die irgendwie ausrüsten oder wie macht man das? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wie das andere Netz, ne? Einmal austesten. Ja. Ja, man ist ein bisschen schneller, ne? Kann das? Müssen wir einfach in Aktion ausprobieren. Gut. Eine Herzmuschel gefunden. Ein Stiefmütterchen. Ach, Rage ist wieder am Chillen. Oh. Aha. Oh, in Silberqualität. Ah, die Qualität verbessert sich auch. Das ist auch richtig gut. Das Gasthaus kühlt im Winter wirklich stark aus. Gottlob gibt es tragbare Heizung. Ich meine, dir scheint es ja nicht sehr aus was auszumachen. Oh, eine Frucht, vielen Dank. Ich meine, er liegt da im Schnee. Hier für dich auch. Vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Hier nochmal Eleanor. Wenn eine Raupe ihre Puppe spinnt, ist sie schon ein hässliches kleines Ding. Bei der Litschi ist es auch so außen hässlich, aber innen weich und süß. Okay, der Vergleich mit einer Raupe und einer Litschi finde ich etwas seltsam, aber okay. Macht Sinn. Zack. Die Sachen gehen weg. Gut. Ich will unbedingt gleich auch sehen, wie das im Haus aussieht. Mit dem Bild, ne? Meine ich. Das müsste eigentlich reinpassen. Das können wir hier noch mit reinpacken. Es dauert aber schon ewig mit dem Honig, ne? Ich habe so viele Blumen und so, die alle darauf warten, dort zu Honig verarbeitet zu werden. Ich müsste wahrscheinlich so 50 Stück von den Dingern hinstellen. Und damit es sich lohnt mit den Blumen. Das kann man die auch alle verkaufen, ne? Aber ja, ein andermal. So, hier ist ja noch Platz, ne? Geht das überhaupt? Ja. Oh, perfekt. Sehr schön. Als ob es dahin gehört. Gut. So. Jetzt haben wir ausgerüstet unser neues Netz und dann gehen wir gleich in die Richtung, wo der Ingwer wächst. Da gibt es ja diese Schmetterlinge, die ich nicht fangen kann, ne? Also bis jetzt jedenfalls nicht. Oh, Silberqualität wieder. Aber den Schmetterling hatten wir schon gehabt. Da gibt es noch ein paar andere Sorten, die wir noch nicht haben. Zack, zack, zack. Hier. Ah, nee, den hatten wir auch schon. Diesen Oprinus. Aber das gibt auch gut Geld, glaube ich, dieser Schmetterling.
Hier irgendwo muss der andere sein. Oder ist der heute nicht unterwegs? Wäre natürlich. Ah, da, 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 da. Da ist er. Oh, er ist so schnell. Nee, klappt nicht. Ach Mensch, habe ich umsonst 12.000 Münzen ausgegeben? Ich hoffe nicht. Oder ich stelle mich ein bisschen zu doof an. Oder man braucht wirklich diese Duftstoffe, ne? Dass es dann funktioniert. Ich habe aber noch nicht ganz gecheckt, wie das funktioniert. Ich werde vielleicht nach dieser Aufnahme dann nochmal googeln, was man mit den Duftstoffen macht. Ob man das, ja, wie man das verwendet, ne? Damit ich vielleicht noch es schaffe, am letzten Tag noch ein paar Insekten zu fangen, die ich noch nicht gefangen habe. Das wäre schon ein schöner Abschluss, finde ich. Weil sonst haben wir soweit ja alles, ne? Das Einzige, woran man hier halt arbeiten kann, sind entweder die Insekten oder eben an den Freundschaften, ne? An den mit den Dorfbewohnern. Ja. Ja, wobei ich denke, wenn dann irgendwann mal das Spiel wirklich komplett rauskommt, wird das richtig Spaß machen, ne? Ah, ich meine, es macht ja jetzt schon so Spaß und es ist ja gerade noch in der Entwicklung. So. Sehr schön. Doch, ich glaube, es funktioniert ein bisschen schneller mit dem Insektenfang. Ich muss das nur mit den Duftstoffen noch lernen. Dann sollte das klappen. Boah, hier ist so viel Grünkohl, ne? Oder liegt es einfach daran, dass ich schon lange nicht mehr hier in der Ecke gesammelt habe? Kann natürlich auch sein. Ist da ein Äffchen? Ja, ne? Hinterm Baum. Sieht man sonst nicht. Hier kann man immer noch nichts machen. Da liegt auch ein Baum vor, ne? Man kann den jetzt nicht irgendwie kaputt machen, oder? Dass man da rein kann? Nee, okay. Ich wollte es nur noch mal probiert haben. Man weiß ja nie, wann man irgendwie so ein Secret hier findet. Vielleicht hat es ja sonst noch keiner entdeckt. Ja. Ich glaube, hier. Doch, hier komme ich durch. Noch einen davon gefunden. Es geht ja echt fix. Gut. Ich will nur noch mal zur Sicherheit gucken, hat sich das irgendwas verändert? Nee, okay, der eine ist nur ausverkauft. Ich habe nur gedacht, vielleicht wird das ja mit irgendeinem anderen Gegenstand ersetzt oder so, wenn das ausverkauft ist. Aber nee, okay, vielleicht beim nächsten Mal. Dann schauen wir hier noch mal durch. Sie ist leer. Ach, haben wir schon. Siehste, ich habe schon keinen Durchblick mehr. Oh. Ich bin so sehr darauf fixiert, hier Insekten zu finden oder irgendwelche Sachen, die ich sammeln muss, dass ich überhaupt nicht darauf achte, wo wir eigentlich hinrennen. Der Weg ist das Ziel, ne? So ist das gerade bei mir. Gut. Dann sind wir schon hier beim Taco-Laden angekommen. Och, da hinten ist Dinda, ne? Oh, ich merke gerade. Wo ist meine Angel? Ich habe gedacht, ich angel eben kurz noch. Aber die habe ich wohl weggepackt, weil ich das im Netz ausgerüstet habe. Ist ja doof. Marmelade ist ein tolles Geschenk. Ich packe immer ein paar Gläser für Jokos Familie an, wenn er sie besuchen fährt. Du kannst aus jeder Frucht Marmelade machen, solange du ein paar Einweggläser auf deiner Farm hast. Ja, das machen wir schon ganz fleißig. Sind Sie sicher, Rainy? Yep. Ich habe ganz viel von dem Zeug, was ich gesammelt habe. Verschenkt das alles. So, das kann ich hier auch noch machen. Okay. Der Connor. Ich glaube, ich kann. Ja, ich kann hier schon durch. Wir sind so gut angefreundet. Unser Ziel ist es, ein Recyclingzentrum zu bauen, das die Einheimischen nutzen können. Hoffentlich können wir unsere Jugend anleiten und sie können die Tradition dann weiterführen. Schönes Ziel. Ich schulde dir was. Danke. Ja, gerne. Ich habe noch mehr von dem Zeug. Muss nur Bescheid sagen. Sonst kann man doch immer im Raum hier irgendwas Interessantes finden, ne? Irgendein Text oder so. Aber irgendwie bei ihm hier ist nichts, ne? Schade. Der hat ein ganzes Kanu hier stehen. Und so schöne Familienfotos. Ja, es ist wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail
hier eingerichtet worden, ne? Schön, schön. Gut. Jetzt haben wir auch noch Connor einen Besuch abgeschattet. Oh, wie nennt sich das? Abgestattet? Nein. Oh, ich habe heute voll die Wortfindungsstörung, ne? Gut, die habe ich häufiger, sorry. Aber man stattet einen Besuch ab. So, okay, jetzt habe ich es wieder. Noch die Kurve gekriegt. So, zu Zoe kann ich leider noch nicht. Schade. Huch, der ist ja stehen geblieben hier. Siehst du, ich wusste es. Ich habe vergessen, Öl zu kaufen. Es ist nicht mehr viel übrig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ich dann tun soll. Hey, was geht? Ja, man kann ja wohl einen Tag ohne Öl überleben, oder? Ich weiß das zu schätzen, Reni. Ich danke Ihnen. Paar Kohlsprossen abgeben. Wow, danke, mein Freund. Immer wieder gerne. Und hier. Marc ist ja unterwegs. Ach, aber hier, Bonbon, ne? Wuff, wuff. Oh, wir haben ein halbes Herz bei ihm. Oh, süß. Ich frage mich, ob man bei den Tieren auch so Sequenzen dann starten kann. Das wäre lustig, ne? Bei den Katzen, bei Peanut und Butter und auch bei Bonbon. Oder auch Taco, ne? Wäre schon cool. So, noch eine Heuschrecke. Wir haben schon so viele davon, ne? Grashüpfer, gut. Alles das Gleiche. Hätten wir dann auch einmal. Die lohnt sich nicht. Eigentlich die auch nicht. Aber gut, wenn wir schon dabei sind, noch ein Grashüpfer. Ja, dann ist die Ecke auch schon abgegrast. Ich habe überlegt, ob man nicht vielleicht hier bei Pufferfish nochmal vorbeikommt, weil ich hier echt nie hingehe. Ah, okay, ich habe es versucht, sorry. Vor allen Dingen morgen ist das auch geschlossen. Okay. Ja, ist dann halt so, ne? Wir müssen nicht bei den Bösewichten noch vorbeikommen. Ach, da sind so viele Leute, ne? Am Chillen, hier am Baum. Weißt du, ich bin froh, wieder auf Coral Island zu sein, aber ohne meinen Vater und meinen kleinen Bruder ist es irgendwie nicht dasselbe. Oh, was Neues über sie erfahren. Kohlsprossen, tut mir leid, ich mag jedes andere Gemüse, aber nicht das hier. Oh, da habe ich ja voll den Volltreffer gelandet. Grünkohl? Vielen Dank, meine Liebe, das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Ha. Ach, ich hätte ihr auch Hagebutten schenken können, ne? Ist ein bisschen schade. Kann es sein, dass der Baum hier ein bisschen wiederhergestellt ist? Waren da nicht immer noch diese schwarzen Wurzeln? Oder liegt es einfach nur am Schnee, dass ich das nicht so sehe? Ach, Archie hier wieder am Schneemann bauen. Juhu, ich danke Ihnen. Ling ist nicht meine Mutter. Überrascht dich das etwa? Ich meine, wir sehen uns doch gar nicht ähnlich. Naja, ich meine, Make-up macht schon viel her, ne? Wenn du bei deinen Besorgungen einen Platz zum Aufwärmen brauchst, komm vorbei. Dort ist es immer schön warm. Hey. Das kann ich morgen beim Mittagessen verarbeiten. Danke sehr. Von deiner Farm? Das nenne ich mal nachbarschaftlich. Joa, fast von meiner Farm. Sagen wir es mal so. Oh, wieder so ein Silbergabelbart. Den kann ich dann abgeben, ne? Noch ein bisschen Grünkohl für den. Ah, sorry, ich klicke wieder aus Gewohnheit immer so schnell durch, ne? Ich schaff's gar nicht richtig zu lesen. Sorry, sorry. Ich muss das ein bisschen langsamer angehen. Ja, weil ich mich schon daran gewöhnt habe, dass die meistens eh das Gleiche sagen. Dann habe ich keine Lust, das nochmal mir durchzulesen. Aber gerade eben habe ich auch ein bisschen was verpasst, ne? Das ist dann zu schade. Ja. Jetzt haben wir auch schon fast 17 Uhr. Ich würde gerne erstmal den Fisch wegbringen. Und dann schauen wir nochmal durch, was wir hier alles noch abgeben müssen. Vielleicht haben wir das ein oder andere ja doch schon irgendwo gebunkert. Also bei den Fischen ganz sicher nicht. Ah, bei den Insekten hätten wir da noch was. Hier, den hier. Könnten wir da reinpacken. Okay. Juckermotte, Seidenmotte, Monarchraupe. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal alle. Ja, aber muss man natürlich auch hier abgeben, ne?
Nützt ja nichts, dass ich die verkauft habe. Ah, hier, Tomatensuppe. Ach, diese Sachen zum Kochen könnte ich doch jetzt auch schnell machen, ne? Als Smoothie haben, wissen wir, wie es geht. Fisch ja auch. Ein Spiegelei sollte auch nicht die Welt sein. Nur bei dem Onigiri weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber wir können die anderen drei Sachen ja schon mal fertig machen. Beim Onigiri bestimmt einfach nur Reis und Gewürze, gehe ich mal von aus. Mehr kommt da jetzt in der Regel, glaube ich, auch nicht rein, ne? Ich meine, das muss man... Oder man muss es kochen, das weiß ich nicht. Wegen dem Reis? Müssen wir einfach austesten. Einmal einfach nur mit Gewürzen und einmal halt mit Kochen. Oh, hier von den Fruchtpflanzen haben wir aber auch schon ein paar, ne? Hier fehlt nur dieses schwarze Fleisch. Seltenes Kochen. Ah, das sind Sachen, die hatte ich noch nicht, bis auf den Serabi. Veganen Taco haben wir, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Aber habe ich natürlich schon längst verkauft. Den Titanwurzhonig könnte man auch schon herstellen, wenn irgendwann mal meine Bienen soweit sind. Das kann noch 3 Jahre warten. Okay, Osmium haben wir noch gar nicht, ne? Also da sind auch halt Sachen dabei, die wir jetzt noch zu dem Zeitpunkt gar nicht erfüllen können, ne? Gut. Jetzt schauen wir einmal. Zack, zack, zack. Schon wieder haben wir keinen Platz. Ah, ärgerlich. Aber gut. Die meisten Sachen kann ich ja verschenken, ne? Die sind ja nicht mehr zum Verkauf gedacht in dem Sinne. Oh, falsche Kiste wieder. Ah. Brauchen nur noch eine Essenz und dann haben wir schon alle vollständig, ne? Sehe ich auch gerade. Wir das morgen auch machen können, also eben noch die Essenzen fertig machen. Also praktisch die Erweiterung. Und Insekten, also das mit den Düften hinkriegen irgendwie. Na gut, hier Spiegelei, da haben wir sogar das Rezept für. Ich weiß nur nicht. Ach so, ich glaube, man muss das doch im Inventar haben, ne? Ist ein bisschen doof. Jetzt muss ich einmal ganz kurz schauen. Haben wir hier überhaupt Eier? Nee, haben wir gar nicht, ne? Reis sehe ich ja auch nicht. Ah, ist ein bisschen doof. Zuckerrohr. Nee. Vielleicht. Ja gut, wir können ja erstmal einen Smoothie machen, oder? So. Dann hätten wir das schon mal. Genau. Dann würde ich jetzt... Was brauchen wir noch? Genau, den gegrillten Fisch. Da haben wir ja schon Übung drin. Können wir dann auch schnell erledigen. Zack. Dann haben wir schon 2 Sachen dann dafür. So, dann brauchen wir nur noch das Spiegelei und den Onigiri. Spiegelei ist ja easy, weil ich muss nur irgendwo ein Ei auffinden. Das Weizenmehl. Nee, Weizen. Ich dachte, ja gut, Reis sieht so ähnlich aus, ne? Ist auch so ein Getreidemäßig. Mais, Weizen. Drachenfrucht war auch, glaube ich, ne? Bei den Feldfrüchten. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. War das nicht so, dass die Silberqualität haben mussten? Weil das wird hier auch nicht angezeigt, ne? Weil normal steht dann, ist angeboten oder nicht angeboten worden, aber da ist es ausgegraut, also steht gar nichts. Ich gehe nur noch mal die ganzen Sachen durch. Nee, Dann war es tatsächlich wirklich die Silberqualität, die habe ich leider noch nicht. Damit kann ich noch nicht dienen. Und wie sieht es hier aus? Hier hätten wir auf jeden Fall ein Ei, das ist schon mal gut. Ja, dann nehmen wir hier das noch mit und machen noch das Spiegelei gleich fertig. Jo, perfekt. Dann kann ich die Sachen gleich auch schnell wegbringen.
Und wie gesagt, dann werde ich mich nochmal informieren, was Onigiri angeht, dass wir vielleicht morgen das auch noch schnell erledigen. Also muss ich mir nur merken, dass ich das alles nicht vergesse, ne? Onigiri, Insekten, Duftstoffe. Warte, wollte ich noch irgendwas machen? Da fängt es schon wieder an, ne? Oh je, oh je. Naja. Alles, was ich sonst auslasse, werde ich irgendwann mal sowieso nachholen. Also, keine Sorge. Keine Panik auf der Titanic, ne? Okay, sonst hier gibt es nichts Spannendes. Aber hier können wir. Zack, zack und zack. Perfekt. Nur noch Onigiri. Ja, Silber. Alles klar. Wir haben schon viele der Fruchtpflanzen, aber uns fehlt die Qualität. Dafür brauchen wir noch die eine Verbesserung, ne? Okidoki. Ja, Leute, noch ein Tag ist rum. Ach, jetzt haben wir hier die 10. Essenz. Dann schaffen wir das auch noch morgen, wenn ich es nicht vergesse. Gut, oder ich pack's mir direkt schon hier rein, damit ich das sehe. Okay. Zack. Warum packe ich da die Angel weg? Komisch. So. So, ein bisschen sortieren. Fertig. Ja, und dann geht's zum letzten Tag. Ich will nicht. Ich drücke mich die ganze Zeit davor. Ach Mensch. Aber es ist soweit. Gut, Leute, schauen wir uns an, was wir verdient haben. Oh, wow. Guck mal, wir haben ganz viele Freunde gemacht. Richtig gut. 6089 verdient. Schön. Wassermelonenkonfitüre. Ah, hätte ich mehr erwartet, aber okay. Ginseng 150. Na gut, Leute. Ich würde dann an dieser Stelle wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.